Geboren im Zeichen des Großmuts und der Freigebigkeit. Die 12 Tierkreiszeichen sind echte Charakterköpfe am Sternenhimmel. Es gibt keine zwei, die sich ähnlich sind oder gar völlig gleich. Sie repräsentieren die menschlichen Eigenschaften ganz individuell und teilweise auf sehr kreative Art und Weise. Die Grundzüge ihres Wesens sind allgemein bekannt. Auch Menschen, die die Astrologie nicht zu ihrem erklärten Steckenpferd zählen, wissen zumindest ungefähr Bescheid. So sollten wir uns hüten, einen Skorpion zu hintergehen oder eine Jungfrau mit totalem Chaos zu konfrontieren. Auf den Entschluss einer Waage kann man mitunter ganz schön lange warten und wer von einem Widder Geduld erwartet, wird ebenfalls enttäuscht werden. Doch wie sieht es mit dem edlen Charakterzug der Großzügigkeit aus? Bei welchen Sternzeichen können wir mit Spenderlaune rechnen? Und wer hat den Reichtum nicht nur auf der Bank, sondern auch im Herzen? Die Antworten auf diese Fragen hätten wir in unserem heutigen Podcast für dich. Nummer 1. Fische. Während Geld schwimmt, kann aus dem Vollen schöpfen. Die zurückhaltenden und oft als kühl angesehenen Fische wissen, wie man Gut und Geld zusammenhält. Auf ihre Weise sind sie durchaus zielorientiert und ehrgeizig, auch wenn sie eher dazu neigen, keine hohen Wellen zu schlagen, was ihre Ambitionen betrifft. Ihre Standhaftigkeit und ihre Charakterstärke zeigen sich dann eben auch in finanziellen Belangen. Sie selbst sind genügsam, solange man sie in ihrem Element belässt und nicht zwingt, vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Die meisten Menschen begehen in Sachen Geld nämlich genau diesen Fehler. Sie geben es vorwiegend dafür aus, um Dinge zu kaufen, mit denen sie Menschen beeindrucken möchten, die sie nicht leiden können. Den Fischen würde so ein taktisches Manöver gar nicht in den Sinn kommen. Was sie sich erwirtschaftet haben, bedeutet maximal Sicherheit und ein gutes Gefühl für sie, aber nicht mehr. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ihre Lieben von ihrer Großzügigkeit und ihrer umsichtigen Lebensweise profitieren. Wer sich mit Fischen gut stellt, wird immer dem Strom eines guten Auskommens folgen dürfen. Reichtümer sind vielleicht keine zu erwarten. Dafür Verlässlichkeit und Beständigkeit, wie sie unter den 12 Tierkreiszeichen in dieser Form nicht allzu häufig vorkommen. Nummer 2. Krebs. Die wahren Werte zählen mehr als Gold und Geld. Der Familienmensch und Traditionalist unter den Sternzeichen ist zweifellos der sympathische Krebs. Er wirkt vielleicht manchmal sehr sparsam oder gar geizig auf sein Umfeld. Diejenigen, die ihn aber besser kennen, wissen, dass man sich seine Generosität einfach nur verdienen muss. Der innere Kreis des Krebses ist eng und sehr überschaubar. Neben seiner Familie gibt es vielleicht noch ein oder zwei gute Freunde, die von seinem Großmut profitieren würden. Wenn wir im Zusammenhang mit dem Krebsgeborenen von Großzügigkeit sprechen, dürfen wir nicht nur an das liebe Geld denken. Diese Menschen neigen nicht zur Ellbogentechnik oder strategischen Winkelzügen, weshalb Karriere und Erfolg für sie eher anders zu definieren sind. Tatsächlich aber würden sie für ihre Lieben über glühende Kohlen gehen und bis ans Ende der Welt, wenn die Umstände es erforderten. Von Krebsgeborenen können diejenigen, die in ihrer Gunst stehen, das letzte Hemd erwarten. Diese Opferbereitschaft geht manchmal sogar so weit, dass sie sich selbst kaum etwas gönnen oder zukommen lassen. Ihre Familienmitglieder hingegen bedenken und beschenken sie reichlich. Besitztum und Geld sind vielleicht nicht ihr eigentlicher Reichtum, doch zumindest über ein Herz aus Gold dürfen die Krebsmenschen sich allemal freuen. Nummer 3. Löwe. Stolz und Selbstbewusstsein schützen ein großes Herz. Der König der Savanne ist in gewisser Hinsicht auch als König der Tierkreiszeichen zu verstehen. Jedenfalls hätte er gegen diese Einschätzung vermutlich keine Einwände. Das stolze und überaus selbstbewusste Sternzeichen steht aber auch in dem Ruf, der Big Spender zu sein, der Feste zu feiern versteht und seine Lieben großzügig beschenkt. Die Löwegeborenen wissen um den Wert der Familie. Sie ist für sie die Basis ihres Tuns und der Dreh- und Angelpunkt all ihrer weiteren Unternehmungen.
Dazu gehört beruflicher Erfolg ebenso wie das Zelebrieren eines erfüllten Privatlebens. Löwen lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und genießen auch den Applaus und die Bewunderung, keine Frage. All ihre großzügigen Gesten, Geschenke und Zuwendungen haben jedoch einen ganz anderen Ursprung als die schnöde Selbstdarstellung. Sie kommen direkt von Herzen. Man sieht es den beherrschten Löwen nicht an, aber in ihrer Brust schlägt ein großes Herz, das am liebsten die ganze Welt umarmen würde. Das elegante und stets ein wenig inszeniert wirkende Hofverhalten dieser Menschen mag wie Selbstdarstellung wirken. In Wirklichkeit aber möchte der Löwe nur nicht allein sein und genießt die Zeit im Kreise seiner Vertrauten. Doch wehe dem, der nur einen Vorteil daraus ziehen möchte. Wer diese Persönlichkeiten ausnutzen und zu leichter Beute deklarieren möchte, wird schnell Bekanntschaft mit ihren tierisch guten Instinkten machen. Die wachsamen Löwen können auch in menschlicher Form jede Art von Verrat und Bedrohung schon aus weiter Ferne wittern. Sie haben viel zu geben, vergeben jedoch steht nicht sehr weit oben auf ihrer Liste. Nummer 4. Schütze, das Wohlergehen der anderen im Blick. Wenn es ein Sternzeichen gibt, das fokussiert und zielorientiert durchs Leben geht, dann ist es jenes des Schützen. Kaum ein anderes der astrologischen Sternenbilder hat eine ähnlich klare Vorstellung vom Leben. Nicht selten kommt es daher vor, dass die Chefetagen dieser Welt von Schützen frequentiert werden. Sie bringen alle Eigenschaften mit, die eine Führungspersönlichkeit haben muss. Außerdem punkten sie mit Begeisterungsfähigkeit und einem hohen Maß an Eigenmotivation. Langweilig darf es im Schützenuniversum ebenfalls nicht werden, sonst ist es mit ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit schnell vorbei. Kein Grund also, dass Geld und materieller Besitz sich gerne im Dunstkreis der Schützen versammeln. Doch selbst wenn sie weniger zu geben haben, kann man sich auf sie und ihre Unterstützung verlassen. Es wäre falsch zu denken, dass man die Schützen leichtfertig von einer Investition oder einer edlen Spende überzeugen könnte. Ihre Treffsicherheit bezieht ein gewisses Maß an Menschenkenntnis mit ein. Doch wenn jemand ihre Gunst gewonnen hat, darf er sich auf den Großmut der Schützen verlassen. Weniger selbsterklärend ist im Zusammenhang mit ihnen ihr großes Herz. Im Privaten wirken die Schützen oft ein wenig unnahbar. Sie lassen ihre Pfeile lieber so lange wie möglich im Köcher, bevor sie einem Fehlurteil erliegen. An die Kette legen wird man einen Schützen ohnehin niemals können. Doch wer es geschickt anstellt, schafft es, dass er seine über alles geliebte Freiheit liebend gerne gegen eine lange Leine tauscht. Unser heutiges Fazit: Reichtum liegt im Auge des Betrachters. Große materielle Besitztümer kommen immer mit einem Preisschild in das Leben ihrer Eigentümer. Zu viel Geld verdirbt angeblich den Charakter und so mancher Lottogewinner war danach unglücklicher als vorher. Die 12 Tierkreiszeichen pflegen einen sehr unterschiedlichen Zugang und Umgang mit Geld. Einige, wie die sparsame Jungfrau zum Beispiel, sehen immer zu wenig und haben auch nur selten genug davon. Die luftige Waage kümmert sich zeitlebens kaum um den schnöden Mammon, hat aber erstaunlicherweise nur selten Geldsorgen. Mit Geld ist es ein wenig so wie mit der Liebe. Zu viel ist genauso schlecht wie zu wenig. Wer beides jedoch gering schätzt und schlecht oder nachlässig behandelt, wird es an Menschen verlieren, die es zu schätzen wissen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.